So, erstmal Ladebildschirm natürlich. Reise nach Jerusalem oder welche? Die Reise hat einfach. Die Reise irgendwo hin, wo der Weg uns führt. Die Reise ins fantasievolle MMO des Final Fantasy 14 Clans. Okay, los geht's. Guckst du dir die Cutscene auch an? Oder hast du weitergemacht? Nö, nö, ich will ja ungefähr mit dir gleich auf sein. Achso. Also gerade eben hat man gesehen, das war so ein dunkler Magier. Irgendwie. Und wir standen da halt, haben uns halt verwandelt. War mehr oder weniger alles ein Traum. Die Startmusik war halt geil. Das war so dieses typische Final Fantasy Musik-Ding. Ich werde jetzt auch nicht zwangsweise alles vorlesen, weil ich weiß nicht, ob hier noch viel erklärt wird. Ich überfliege das alles grob, aber ich glaube, viel wird hier nicht gesagt. Ist im Grunde genommen so typische Einführung halt einfach ins Spiel. Ja, wir sind halt jemand Fremdes. So, wir haben irgendwie keine wirkliche Vorgeschichte. Die machen Party, alles klar. Und wir werden mehr oder weniger halt in die Welt reingeworfen. So, das ist ein Mokris. Werden wir, glaube ich, noch einigen begegnen im Spiel. Das sind auch typische Final Fantasy Figuren. Ja, vor allem das Wort Kupo dabei. Ja. Wir sind Mokris. Kupo. So, dann gibt es hier die zwei Zwillinge. Die zwei Zwillinge habe ich keine Ahnung. Ich glaube, die tauchen im Spiel dann gar nicht mehr auf. Ich habe keine Ahnung. Warten wir es mal ab. Ich habe beim letzten Mal auch nicht gesehen. Ne? Die kommen bestimmt irgendwann noch. Vielleicht im Wahrscheinlich. Endgame-Contest, wo wir noch nicht gewesen sind. Das kann sein, ja. Und irgendeine Bedeutung müssen die auch haben, wenn die schon da sitzen. Sind der Endboss vom Spiel? Ach ne, warte mal. Der gibt sich's richtig, Alter. Trinkt ja die ganze Cola aus. Alter, würde ich es anders machen, also ich schon. Gott, das sind noch mehr von denen. Ja, da guckst du, ne? Haben sie alles ausgetrunken.
okay. Jetzt haben wir so eine kleine Auswahl, hat aber auch nichts zu heißen. Also so Leute wie wir werden Abenteurer genannt in dem Spiel. Und anscheinend scheint es halt mehrere davon zu geben, eben, die ja dann halt rumlaufen und Missionen erfüllen. Was machen wir denn? Macht, Ehre, sagen gar nichts oder Vermögen. Ja, komm, machen wir einfach mal Macht. Ich habe keine Ahnung. Da ist ja eh nicht das Spiel beeinflusst oder unseren Charakter irgendwie beeinflusst, können wir irgendwas nehmen. Theoretisch können wir uns auch wegdrücken, von dem man kann das nichts beeinflussen. Stimmt, also es ist eine Cutscene, die man wegdrücken kann im Übrigen. Mache ich natürlich nicht. Also ich werde auch gucken, dass ich die, zumindest mal die Hauptquests alle soweit irgendwie vorlese oder sag, worum es da geht. Nebenquests, ja, ist eher uninteressant. Nebenquests sind ja meistens dafür da, um irgendwie an Erfahrungspunkte zu kommen, an Geld, vielleicht an Ausrüstung oder sowas. Oder Sachen freischalten, ja, das geht auch mit Nebenquests. So, da kommt jetzt eine Wache auf uns zu. Lol, bist du schon fertig? Nee. Ich bin auch noch in der Cutscene. Okay, gut. Weiß nicht, war das eine Wache oder ist jemand Böses? Kommen sie schon? Oh Gott. Xal nennen die sich. Diese blöden Viecher. Aber die Wachen haben es denen ja ordentlich gezeigt. Ja, wir machen mal nein. So ehrlich sind wir ja. Kridania kenne ich ja schon. Deswegen antworte ich einfach mal mit nein. Okay, jetzt erklärt er uns noch ein bisschen was über die Stadt. Aber auch nicht allzu viel. So, dürfen gleich da sein. Der Finsterwald. Das uralte Waldgebiet im Herzen Eoseas. Hier liegt der Stadtstaat Kridania, das kulturelle und spirituelle Zentrum des Waldreichs. Einst war es ein Zufluchtsort vor allen Gefahren außerhalb des Hags. Doch nicht einmal die Gebieter, mächtige Wesen des Finsterwaldes, vermochten die siebte Katastrophe abzuwenden. Auch hier wurden unzählige ihrer Hoffnung beraubt. Doch nun erscheint jemand Besonderes, noch nichts von seinem Schicksal ahnend. Okay. Sind wir angekommen? Der Händler geht natürlich jetzt auch seinen Weg, ganz klar. Jetzt haben wir irgendwas bekommen? Wahrscheinlich Geld oder sowas. Almosen nennt sich das wieder. Trinkgeld. Welche außergewöhnliche Rolle wird sie in der Geschichte des Reiches noch spielen? Möge ihr Abenteuer beginnen
in der gesegneten Waldstadt Gridania. Ich muss sagen, der Synchronsprecher da, der Typ, macht einen guten Job, muss man sagen. Bringt so ein gutes Feeling rüber. So, Gridania. Unser Stadtgebiet. Final Fantasy 14 nochmal, ne? Ist ja bekannt mittlerweile. Was wir hier spielen. Und da sind wir auch schon. Kannst du losgehen, oder was? Ha? Ja, gleich. Sie läuft jetzt noch in die Stadt rein. Mach doch. So lahm, wie sie ist. Aber man muss schon sagen, es sieht halt richtig geil aus für ein Rollenspiel. Also für ein MMO. Hast du bei dir auch die Grafiken alles auf voll? Nö, noch gar nicht. Also okay. Muss mal gucken. Ich habe mir halt alles vorhin noch hochgeschraubt. Okay, jetzt kommt unsere erste Hauptquest. Eine kleine Aufgabe, nur zu dem Typen laufen, kurz mit dem Schnackseln. So, da sind wir. Ich zoome mal kurz ein Stück raus, weil ich hätte gern genau die Ansicht eben, die man am meisten sieht. Hier, wählen, wo man steuern will. Wir nehmen natürlich Gamepad, oder was heißt natürlich, ja, Gamepad habe ich halt drin, deswegen mache ich es auch. So sieht dann noch die Leiste unten aus, die Kommandoleiste. Oh shit. Nicht weglaufen. Okay, wir laufen einfach mal zu dem Typen jetzt. Oh, nee. So wollte ich nicht. So, kurz zu dem Typen hier. Ah, ich muss die Hilftexte ausschalten, gell? Kann man das machen? Ja, ist klar. Wenn so einer das nächste Mal auftaucht, kannst du Select drücken. Achso. Also musst du um Select drücken und dann gehst du einfach nach links mit dem Controller. Dann geht das schon. Ah, hier. Tutorial-Texte nicht mehr anzeigen. Danke. Oder? Ja, also, ja. Danke dir. Genau. So, wegdrücken. So, erst müssen wir mit dem Typen reden. Willkommen in Gridania. So, dann müssen wir erstmal begutachten, bevor er uns reinlassen kann oder Einlass gebieten kann. So. Da gibt es jetzt so eine Abenteurer-Gilde, mehr oder weniger, die ist direkt hier vorne, wo es dann Aufgaben gibt. Ich glaube, da werden jetzt auch zu Beginn die meisten Hauptquests stattfinden. Oder da werden wir die meisten Hauptquests auch bekommen. Ah, stimmt, wir müssen uns registrieren lassen. Das war das Ding. So, Auftrag angenommen. Wird natürlich noch alles erklärt, brauchen wir nicht. Weiter geht's. Wir müssen jetzt mit Mione sprechen. Ich habe keine Ahnung, wie man den Namen aussprechen soll. Sorry. Nenn sie einfach Mimi oder so. Keine Ahnung. Gib ihr irgendeinen dummen Namen. Einen großen Namen. Mione? Mione. Oder Mione. Ja. So, da ist sie. Also man erkennt es auch an dem Symbol hier oben mit dem grünen Häkchen. Dass wir da eine Quest abgeben können. Sehr gut, wir müssen uns registrieren lassen, beziehungsweise sie registriert uns. Und danach können wir auch andere Spieler sehen, weil bis jetzt haben wir noch niemanden gesehen. Das findet erst nach der Registrierung statt. Meint der weiß? Lavanet. Dann registriere dich jetzt. Ich bin noch dabei? Ja, mach doch. Ich bin noch dabei. Kannst du dich nicht schneller machen? Ich mich, nein. Aber das Spiel. Ja. Weil das Spiel dich. Indem ich die Cutscenes wegdrücke. Mach doch. Nee. Nee. Aber was gönn dir, Digga. Und sag Bescheid, wenn du draußen bist, gell? Ja, der erklärt jetzt noch ein bisschen die Stadt.
Cool. Haben ein bisschen was noch erfahren. Jetzt registriere mich doch endlich. Sie soll einfach ihren Job machen, sag ihr das. Ja. Labert die erstmal irgendwas ans Ohr, weißt du? Wieder blöde Wachen. Bin ich schon fertig oder was? Nein, Mann. Ey, sehe ich so aus, als wär's fertig? Ich weiß nicht, ich sehe dich gerade nicht, was? Ja, du bist also, so ein paar tausend Kilometer entfernt. Du bist schon vorgerannt oder was? Nein, nein. Ah. Ich stehe noch hier vor der Mione. 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 Jetzt kannst du mich registrieren? Soll das machen jetzt, Mann. Cutscene scheint fertig zu sein. Ja, danke. Abschließen. Auftrag beschlossen. Wo sind die anderen Spieler? Damit ist die Einführung ins Spiel beendet. Ja, hat ja auch lange genug gedauert. Nice. Ich sehe dich nicht. Ja, dauert noch. So, jetzt muss ich noch kurz mit dir schnackseln, weil jetzt gibt es die nächste Hauptmission. Fast wie zu Hause. Hier, Grundlagen des Abenteuerdaseins. Möchte sie vermitteln. Ja, wunderbar.